Basistechnik, Ude Garane. Ude Garane ist eine Technik, die könnt ihr wirklich auch wieder gegen alles Mögliche benutzen. Das können Schlagangriffe sein, das können bewaffnete Angriffe sein, zum Beispiel Abwehr von einem Stock. Selbst im Bodenkampf kann man den Ude Garane gut benutzen. Die Technik hat zusammen mit Unikodaki oder mit Gojadori eine sehr ähnliche Mechanik. Das seht ihr gleich. Geht auf den Ellbogen, geht aufs Schultergelenk. Und ich finde es echt eine klasse Technik. So, wie könnt ihr das erstmal üben? Wir fangen mal an im Judo-Griff. Wir sind hier, ich ziehe die Hand ab, wechsle, komme hier oben drüber und gehe nach hier. Okay, so könnt ihr das zum Beispiel aus Fumiyuchi üben. Ich ziehe hier ab und kommt hier rein. Ja, ihr seid hier, zieht die Hand ab, geht hier rum. Okay, das heißt, ihr habt hier wieder einen 90-Grad-Winkel im Oberarm vom Gegner. Und man kann hier greifen, aber ich finde, man braucht da relativ viel Kraft. Ich greife gern hier oben. Und wie ihr seht, ich mache hier noch so ein bisschen wie so ein Umote Gerko mit rein. Und dann geht er hier über den Ellbogen, die Innenseite, und dann dreht er euren Körper. Okay, und jetzt kann ich hier in der Ebene den Arm nach unten bringen, die Hand. Und dann geht er ab. Entweder geht der Gegner auf den Boden runter oder renkt ihm einfach die Schulter aus. Ihr könnt es auch mit dem Wurf dann kombinieren, wenn ihr wollt. Ja? So, jetzt wir machen es mal aus Ski. Da kann man da die Details besser zeigen. Das heißt, ihr seid hier, Außenblock, sichert den Arm, geht hier am Arm und dann runter und kommt in die Tür. 1, 2, 3. Das heißt, ihr seid hier, greift den Ellbogen. Rutscht vor, Arm wie ein L und das L umschmeißen. Ja? Leider hier. Von hier nach hier. Ja? Hand hier nicht so machen, nicht das, sondern lasst sie gerade. Ja? Wenn das schief geht, könnt ihr hier gleich in die nächste Technik rein. So, das ist also die Basistechnik. Wenn ihr jetzt hier seid, Außenblock. Seht ihr, was ich hier machen kann? Ich glaube, das ist ja nicht vorbei. Wenn er hier kommt, ich komme hier hinter ihn. In dem Moment, wenn er jetzt mit seinem linken Fuß diesen Schritt macht, geht er in die Technik rein. Machen wir mal in die Farbe. Komm nach hier, und wenn er jetzt läuft, bums, lasse ich ihn in den Hebel reinlaufen. Das ist ein Prinzip, was man oft ähnlich beim Aikido sieht, finde ich sehr, sehr intelligent. Okay. Beispielsweise der Gegner greift mit dem Stock an, ihr geht hier außen vorbei, scheppert ihm eine und dann seid ihr hier. Hier kriegt er schon seinen eigenen Stock ins Gesicht und dann geht er hier rum. Okay. Das ist so eine typische Anwendung von der Technik. Ja? Genauso jetzt, wenn ihr zum Beispiel vom Jab, ihr seid hier, boxt euch einen Ball von außen. Das. Er hat hier den Arm im rechten Winkel schon, super für mich, und er kommt hier gleich in den Hebel rein. Okay, ich gehe hier raus, schepper ihm einen und komme hier. Von hier aus kann auch hier erstmal einen Hebel aufbauen und dann nach hier gehen. Und das ist Ude Garane, wie ihr seht, eine recht vielseitige Technik. Genauso wenn er jetzt, also ihr könnt es auf drei Weisen machen, die Technik. Das wäre also mal der Klassiker, also ein Arm hier nach hinten bringen. Ganz normal mit der Körperdrehung. Die zweite Technik, die zweite Variante, kann zum Beispiel sein, wenn der Gegner jetzt verwendet nach hinten, okay, dann nehme ich ihn hier nach vorne runter. Das. Ja, ich baue jetzt hier einen Druck nach hier unten auf, geht dann ein bisschen mehr die Schulter, dass die hier nach unten rausgeht. Also nicht das, sondern geht wirklich nach hier. Das ist die eine Form, die zweite Form, die dritte Form wäre, von hier. Also ihr verzichtet auf die Hand, bums, und geht hier hoch quasi mit einem Umote Gerko. Könnt ihr dann noch einen Umote Gerko weitermachen. Okay? Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist diese erste Form. Warum gefällt mir die so unheimlich? Weil ich bin auf der Außenseite und ich habe seinen Arm zwischen mir und ihm, so als Barriere sozusagen, und bin hier in einer guten geschützten Position. Und die Technik geht auch vom Ansatz her, wie ihr seht,
sehr, sehr schnell. Also wenn man erstmal die Mechanik davon kapiert hat, ist es echt eine tolle Sache. Okay? Gut. Das ist zum Thema Udigarabi.